Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Happy Wednesday. Ich wollte euch heute mal wieder so ein bisschen mit durch meinen Tag nehmen. Ich weiß noch nicht, ob ich das in den letzten, also in den anderen Block noch reinschneide oder quasi einen neuen Block hier beginne. Auf jeden Fall geht es für mich los ins Rap. Wetter ist semi-gut. Ich nehme auf jeden Fall auch einen Schuh mit. Aber ich werde euch jetzt noch meine neuen Schuhe zeigen. Ich lieb's. Geil. Das ist jetzt der Fit. Und jetzt geht's los. Hallo Friends, ich bin jetzt wieder back at home, auch schon eine Weile. Ich habe noch einen Döner gegessen, wie ihr gesehen habt. Und ich habe mir noch einen Kaffee gemacht und dann war es auch irgendwie schon 3. Jetzt habe ich noch ganz kurz im Schnelldurchlauf ein paar grobe Sachen gemacht. Leute, ich bin zurzeit so unter Zeitstress. Ich habe für nichts Zeit, ehrlich. Und ich habe mich jetzt auch entschieden, dass ich heute nicht in den Italienischkurs gehe, sondern Kartellrecht mache, weil ich das jetzt auch nicht hinbekommen habe. Ach, Freunde, ey, es ist alles. Ich glaube, es wird auch nicht wahnsinnig entspannt her, wenn ich jetzt die Schwerpunktklausur hinter mir habe. Aber zurzeit, ich drehe nur noch am Rad. Ich habe heute so schlecht geschlafen, weil ich einfach die ganze Nacht irgendwie wach lag und mir Gedanken über irgendwas gemacht habe. Ich bin super spät eingeschlafen und gerade, ja. Dann war ich im Rap. Rap war heute eigentlich ganz gut. Zivilrecht und so, aber. Ich habe dann erstmal ungefähr die Hälfte der Zeit gebraucht, um aufzuwachen, weil ich so müde war. Ja, und jetzt halt gebe ich dann 2 Stunden Nachhilfe und dann muss ich eben noch lernen. Heißt, Italienisch wird heute nichts. Ich hoffe, oder ich schaue, dass ich es irgendwie hinbekomme, dass ich noch dann ein bisschen eigenständig Italienisch mache. Ich hänge auch da super hinterher. Ich hänge überall hinterher. Ich hänge meinem Leben hinterher. Who can relate? Ich bin richtig durch. Hallo Friends, einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Donnerstag und ich bin schon bereit. Bag ist schon gepackt. Es ist jetzt 7:30 Uhr. Ich werde jetzt noch hier kurz meine Strafrechtskarteikarte rausholen. Wir haben nämlich von Hemmer, ich kann euch das irgendwann nochmal ausführlicher zeigen, was wir da alles noch bekommen haben. Ich habe nämlich auch in die meisten Sachen noch gar nicht reingeschaut gehabt. Das habe ich jetzt tatsächlich gemacht und meinen Ordner auch da mal ein bisschen sortiert und so. Da haben wir auch so Überblickskarteikarten bekommen und die lege ich jetzt immer quasi zum Lernen dazu, gerade auch für Probleme, die in den Fällen irgendwie eine Rolle gespielt haben. Das ist immer ganz gut. Genau. Und jetzt starte ich los. Ich bin heute von, ich mache mal noch hier ein Licht, ich bin heute von 8 bis 16 Uhr in der BIP. Genau, das ist auf jeden Fall mein Plan. Ich werde dazwischen natürlich ein bisschen Mittagessen. Ich habe leider nichts to go. Zurzeit bin ich nicht mehr so gut, was das Ganze mit dem to go angeht, also mit dem Mitnehmen. Ich war da mal echt fit, aber zurzeit kaufe ich. Das ist nicht gut. Und das ist mein Outfit. Ich habe so eine weite weiße Hose an und so eine Lederjacke. Und dann ziehe ich da noch meine neuen Sneaker dazu an. Und ihr wisst, Freunde, die sind so geil. So bequem. Und jo, dann bin ich schon out and about. Freunde, ich kann euch gar nicht sagen, ich freue mich so auf meine Kamera. Habe ich das erzählt noch, dass ich die bestellt habe? Leute, ich weiß gar nicht, mit wem ich was erzählt habe. Ich glaube, ich habe das nur in meiner Story erwähnt. Ich habe mir eine neue Kamera bestellt. I'll keep you posted. Ich denke, es wird eh in den nächsten Tagen ankommen und dann rocken wir hier die Videoqualität. Oh, ich glaube, ich habe mich ganz weit angezogen. Da ist ja Frost. Oh je. Ne, geht. Okay. Und jetzt, ja, laufe ich in die BIP. Fahre ich in die BIP. Ich mache heute UWG. Vormittags. Und nachmittags Strafrecht. Ich bereite quasi den Fall nach. Genau, mache mir dann noch so ein paar Mindmaps und so. Und
lernen. Ein bisschen. Ich habe mich ja, das kann ich erzählen, bei Strafrecht habe ich mich dagegen entschieden, die Skripte von Hammer zu verwenden. Also wir konnten uns 12 Skripte aussuchen. Ich werde da wahrscheinlich auch noch ein, zwei nachbestellen müssen. Gerade für Prozessrecht, weil da habe ich irgendwie gar nichts. Aber, genau. Und bei Strafrecht haben wir aber vom Satz gar relativ gute Skripte bekommen. Und da dachte ich dann, das ist egal. Also brauche ich es quasi nicht. Jo, genau. Deswegen war das meine Entscheidung. Ich bin ja irgendwie lost. genau. Und deswegen werde ich das da quasi mit den Skripten von mir nachbereiten, weil die echt gut umfangreich sind und alles drin haben. Und bei Strafrecht muss man eh gucken, was man macht und was man nicht macht. I can't wait auch, weil ich das gerade gesehen habe, den Clip. Ich kann nicht warten drauf, bis ich meine Fingernägel wieder habe. Also, gemachte. Bei Friends, das ist ein Trauerspiel, ey. Aber ich habe am Montag, nächsten Montag, den Termin. Da freue ich mich. Hello Friends, ich bin jetzt halt wieder back on the way home und werde jetzt gleich noch eine Stunde Nachhilfe geben und dann geht's auch weiter mit dem Programm. Ich habe nämlich heute vergessen, also ich war ein bisschen unkonzentriert beim Einpacken, ich habe meine Brille vergessen, ich habe Stifte vergessen, halt ich brauche immer so einen Bleistift, ne, zum Unterstreichen von Sachen. Ja, das war ein bisschen doof und dann habe ich auch noch vergessen, eben quasi die Lösung von Strafrecht von dem letzten Fall, den wir gemacht haben, einzuscannen, weil wir haben nämlich immer, also wir haben quasi nur händische, also so physische Sachen, Lösungen und nur der erste Fall war quasi auch digital online gestellt. Das war ein bisschen blöd, aber ja, deswegen, ich wäre aber eigentlich zeitlich eh nicht dazu gekommen, weil ich heute echt langsam war. Aber ja, nicht schlimm. Ich habe noch eine Stunde dann zwischen der Nachhilfe und dem Sport. Und dann mache ich das da. So, Friends. Ich habe mir jetzt noch einen kurzen Snack gemacht. Banane, Birne und so ein bisschen noch von dieser Proteincreme, die viel zu schnell leer gegangen ist. Genau. Und dann mache ich mir jetzt noch meinen Beauty-Drink. Einen wunderschönen guten Morgen euch. Happy Friday. Ich bin noch im Bett. Ich habe schon meinen Kaffee getrunken und O-Saft. Habe mir aber Chiasamen gemacht. Das wollte ich eigentlich gestern noch vorbereiten. Das habe ich aber irgendwie vergessen. Deswegen habe ich mich jetzt noch mal ins Bett verzogen. Ich bin heute auch irgendwie ganz komisch aufgewacht. Und ja, weil eben mein Wecker nicht geklingelt hat, weil mein iPad ausgegangen ist. Das ist madig. Ja, heute ist Freitag und kennt ihr das, wenn ihr einen Tag vor euch habt und irgendwie nicht so genau wisst, wie ihr das jetzt alles angehen sollt? Weil ich weiß, was ich zu tun habe, aber it's all complicated. Weil ich ja nochmal zum Dermatologen gehen wollte und ja, ich wollte das jetzt heute nochmal in Angriff nehmen. Eigentlich wollte ich um 7.30 Uhr da sein, aber jetzt ist schon 7.13 Uhr. Oh, Leute. Und ja, ich war gestern noch im Gym. Und dann habe ich hier erstmal nochmal groß aufgeräumt, weil hier super viele Kleidungssachen lagen und so. Genau. Und vielleicht kommt heute meine Kamera schon an. Ich fand's endgeil, aber ich muss dafür jetzt noch so Speicherkarten und Speicherkartenhalterungen und so kaufen. Fürs, für den Mac, weil der Mac ja kein Insert-Ding mehr hat. Genau. Das heißt, ich mache jetzt halt gerade so, so allgemeine Sachen. Auch noch so E-Mails schreiben und so. Und dann lade ich ein YouTube-Video hoch, das quasi vor diesem hier online kommt. Das ist so jetzt der Plan und dann frühstücke ich mal. Genau. Ich habe gerade schon hier von ihr einen Italian Vlog geguckt. Und jetzt wollte ich mal gucken, ob man bei Bubble die Sprache irgendwie verändern kann. Also weil ich habe ja ein Bubble-Abo, ich habe auch nicht mal die App. Ich habe das mal eine Zeit lang richtig aktiv gemacht auf Französisch und jetzt wollte ich mal gucken, ob
das quasi auch so geht, dass ich das irgendwie ändern kann. So, mein Block lädt jetzt hoch. Ich habe jetzt noch ein bisschen gejournalt. Das tat tatsächlich ganz gut. Oh, ich muss auf jeden Fall diese Blumen heute noch irgendwie beerdigen. Die sind tatsächlich ein bisschen durch. Ich mache mich jetzt halt ein bisschen fertig, weil ich ja jetzt halt zum Dermatologen fahre. Und ich meine, da muss ich jetzt kein Full-Face-Make-up drauf haben, aber ich will jetzt auch nicht so ganz Barely Face quasi da sein. Ja, ich bin eh schon, weil ich wollte eigentlich um 9 dahin. Jetzt ist das auch mit diesen öffentlichen Sprechstunden, da ist man dann, da habe ich dann immer das Gefühl, genau, ich kann ja auch erst, weiß ich nicht, um kurz vor 12 dahin, das ist irgendwie voll doof. Naja, auf jeden Fall. Genau, hatte ich jetzt relativ entspannten Morgen. Weil ich auch ein bisschen, keine Ahnung, mental ein bisschen komisch drauf bin heute. Aber ja, Wetter ist schön. Ich räume jetzt noch ein bisschen auf und dann geht's los zum Arzt. So, Freunde, ich habe mich jetzt minimal geschminkt, damit ich nicht ganz so tot aussehe. Und das ist der Outfit, werde chillt. Kommt jetzt noch ein Schal drüber und Schuhe. Und dann geht's los. So, Friends, ich bin jetzt wieder back auf dem Weg nach Hause. Und zwar habe ich mich jetzt da quasi eingetragen bei dem Dermatologen. Und ich konnte dann quasi wieder nach Hause fahren. Habe jetzt eine Stunde Zeit bis 10:30 Uhr. Ja, keine Ahnung, eine Stunde. Also es lohnt sich jetzt nicht wahnsinnig, aber keine Ahnung. Ich hatte dann halt auch keine Lust, da in dem Wartezimmer rumzuhocken, mir Corona einzufangen. Deswegen, genau, mache ich jetzt noch meine To-Dos fertig, die ich eh schon ein bisschen sehr herschiebe. Ich wollte nämlich, wir haben nämlich von Hemmer auch so eine App. Also es ist halt die Smarter, ne? Die haben da aber so all ihre Karteikarten eingescannt. Das ist ganz geil. Oder halt übertragen. Und das lade ich mir jetzt mal runter. Also so Kleinschmarrn. Da muss ich auch noch eine E-Mail schreiben an das Finanzamt. Ja, das ist klein. Für die nächste Stunde. Und dann ja, packe ich es in 40 Minuten eh wieder und gucke dann. Das glaube ich eigentlich, also ich glaube dann, dass ich so um 11 oder so auf jeden Fall dann wieder zu Hause bin, wenn ich um 10:30 Uhr dann auch gleich drankomme. Ja, aber generell bin ich ehrlich gesagt kein Fan von diesem neuen System, aber never mind. So, Friends, ich mache jetzt ein bisschen Pause. Ich hatte dann noch ein sehr unerfreuliches Telefonat. Das hat mich echt richtig genervt. Es geht um Geld und es ist nicht so geil, wenn es um Geld geht. ja, jetzt habe ich ein bisschen Patentrecht gemacht. Heute nicht so viel. Ich werde morgen eine Probeklausur schreiben. Habe ich mir überlegt, also bei uns in dem Fallbuch ist so eine Klausur drin, wo glaube ich auch alle Rechtsgebiete drin sind, auf jeden Fall auch Patentrecht. Da werde ich mich morgen durchquälen, auch ohne Definitions, Karteikarten, whatever. Ja, let's see, wie das wird. Genau, und jetzt mache ich mal kurz eine Pause. Ich wollte noch ein bisschen lesen, ich habe schon vor lange nicht mehr gelesen und irgendwie, hier liegt ja immer mein Barack Obama-Schmöker. Aber ich guck mal, ich hätte irgendwie auch mal voll Bock wieder auf so einen Roman einfach. Ja, hier liegen ganz viele Sachen. Auch ein Geburtstagsgeschenk von meinem Opi. Ja, genau. Ich glaube, ich lade mir gleich mal einen Roman runter. Ich glaube, es wird wieder Fitzek, weil ich habe ja eigentlich ein Kindle. Den muss ich jetzt natürlich erstmal wieder laden. Das ist natürlich Kacke. ja, ich glaube, das mache ich gleich mal. Und genau, dann geht es um 14:45 Uhr circa weiter mit
Zivilrecht. Da werde ich die Zivilrecht nachbereiten. Ich muss eigentlich auch noch Strafrecht fertig machen. Das habe ich gestern nicht gemacht, weil ich die Lösung nicht da hatte. Aber ich kann euch zeigen, wie ich das jetzt gemacht habe. Also erstmal benutze ich ja immer Study Smarter für die ganzen Karteikarten und so. Und da habe ich jetzt hier eben meine erstellten Lernsets. Genau, und hier sind jetzt dann die ganzen von Hämmer. Das habe ich mir runtergeladen. Und dann, was wollte ich euch jetzt zeigen? Ach so. Genau, dann haben wir hier mein GoodNotes. Und da habe ich hier eben Hämmer. Dann gehen wir ins Strafrecht. Hier habe ich jetzt auch schon so ein. Das habe ich gestern erstellt. Das ist quasi so ein Mindmap. Das hat er uns empfohlen und das finde ich echt ganz gut. Genau, und ich habe das jetzt hier immer so eingescannt. Ich weiß gar nicht, ob ihr das seht. Ist eigentlich ganz gut. Also man sieht halt immer so ein bisschen den Ordner, aber das iPad hat das ganz gut gescannt. Das kann man bei GoodNotes eben einfach hier auf das Plus. Und dann kann man hier Dokument scannen. Finde ich geil. Okay, Friends, ich habe jetzt ein bisschen gelesen. Das kann ich jetzt hier auf meinem Notion bei den Habits eintragen. Ich lese zurzeit echt zu wenig. Das wollte ich wieder ändern. Aber ja, und ich habe ja noch eine sehr, sehr große Bücherliste. Und ich habe jetzt gerade mein Kindle angeschlossen und ein bisschen geladen. Und jetzt kann ich mir ein Buch aussuchen. Cool, das freut mich. Ich lese ja auch total gerne so Self-Help-Books und so. Aber ja, ich glaube, da habe ich jetzt noch ein bisschen was. Und das ist ja auch so ein bisschen so Inspiration und so. Ja, aber ich habe da so eine laufende Liste. So sieht die aus. Habe ich hier immer Self-Help-Books. Gerade auch zum Beispiel, also die dicken will ich quasi, habe ich mir jetzt halt in nächster Zeit vorgenommen. Auch The Four Agreements und so. Ganz geil. Aber das sind halt auch Bücher, die ich gerne dann quasi in Real-Form habe. Da benutze ich auch immer oder bestelle ich meistens über Medimobs. Weiß ich nicht, ob ihr das kennt. Genau, da hat man hier dann relativ viele Bücher. Aber ich wollte mir jetzt mal hier eher so Fiction was aussuchen. Und glaube, es wird ein Klassiker, es wird ein Fitzek oder ein Schirach, bin ich mir nicht sicher. Beziehungsweise, was mir ja auch sehr, sehr gut gefallen hat, ich habe ja, Moment. Ich habe ja Juli, genau, Juli C. hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und die Sturmzeit, alle Bücher von, wie heißt denn, oh, ich vergesse immer die Autorin, wie heißt denn die Autorin nochmal? Sturmzeit. Charlotte Link, genau. Die hat ja auch ganz, ganz viele Thriller. Aber ich wollte von der, ich guck mal, ob die auch noch andere Romane hat. Also jetzt nicht unbedingt ein Thriller. Gucken wir mal. Aber die hat ja super, super viele Bücher. Genau, da stöbere ich mich jetzt mal ein bisschen durch. Und dann bestelle ich was. Okay, ich habe jetzt Playlist runtergeladen. Beziehungsweise man kann ja beim Kindle quasi sich immer eine Leseprobe senden lassen. Und wenn es dann einem gefallen hat, kann man dann am Ende quasi kaufen. Das mache ich jetzt. Das lese ich jetzt noch ein bisschen. Fange ich jetzt noch ein bisschen an. Von Charlotte Link habe ich jetzt irgendwie nichts mehr gefunden, was mir so richtig so gesagt hat. Ich finde es immer super schwierig, weil die jetzt schon so viele Thriller und so geschrieben hat. Und ich lese eigentlich nur Thriller von Sebastian Fitzek. Deswegen bin ich da kritisch. Ich mag ihren Schreibstil jetzt halt bei Sturmzeit, mochte ich den voll gerne, aber sie hat jetzt irgendwie, also ich habe jetzt kein Buch gefunden, das so quasi in so eine ähnliche Richtung geht. Deswegen, ja. Genau. Jetzt habe ich ja mal wieder einen Sebastian Fitzek. Genau. Und ja. Ah, ich sehe gerade von Juli C. Gibt es auch noch den, also ich habe den Unterleuten, habe ich gelesen, und dann gibt es ja noch den Übermenschen. Das wollte ich auch noch mal kaufen, aber der kostet bei Medimops noch 16 Euro. Krass. Muss ich gleich mal gucken, wie viel das auf beim Kindle kostet. Ach krass, bei Kindle kostet es 14,99. Okay. Hä? Ich dachte, das ist eine Fortsetzung. Naja, na war meint. Auf jeden Fall habe ich jetzt mal meinen 40. Und ich habe jetzt gerade geguckt. Ich gebe ja erst um 17 Uhr Nachhilfe, deswegen kann ich jetzt noch ein bisschen
lesen. Richtiger Book Talk heute. Let me know, ob ich das öfter machen soll, ob ich euch mal öfter Bücher vorstellen soll, die mir gefallen. Ich hole mir jetzt noch ein Getränk. Und genau, ich habe jetzt noch meinen Zeitplan ein bisschen verschoben. Ich mache jetzt dann Zivilrecht. Dann werde ich noch ein bisschen lesen. Lesen entspannt mich immer voll. Und ich mache es viel zu selten zur Zeit, weil ich halt immer mit Jura eh schon so viel lese. Wisst ihr, wie ich meine? Und dann hat man irgendwie nicht Bock, sich abends auch nochmal hinzusetzen. Und dann so ein privates Buch zu lesen. Privat. Aber ja, sollte ich öfter machen. We'll be right back.